Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der U-Bahn. Ja, wir haben diese Folge, also wir machen diese Folge, diese schöne Station hier mit dem Zug, also nee, der Zug stand schon, also die zweite Station, die jetzt überirdisch ist, und ich zeige euch nochmal, was genau jetzt alles neu ist und wie jetzt zum Schluss alles aussieht. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Thank you.
So, Leute, ja, wir haben jetzt die Bahnstation fertig, die zweite. Ja, wir können jetzt ja mal kurz durchgehen. Also man hat jetzt hier so einen schönen Aufgang, der dann hier hoch zur Bahnstation führt. Und von hier aus kann man dann natürlich in den Zug reingehen. Eigentlich kommt man ja von dem Zug, also man kommt ja eigentlich raus hier und würde nach da weggehen. Aber naja. Da hat man natürlich hier auch noch den Weg hoch, falls man die Schiene runterfällt. Und ein paar Sitzgelegenheiten. Ah, es wird noch einfach der Mülleimer fehlt, stimmt. So, genau. Passt doch. Ja, dann hier wieder eine normale Anzeigetafel. Es wird wahrscheinlich nämlich auch so sein, dass man dann noch weiterfahren kann. Ja, die Schienen wurden jetzt natürlich noch erweitert bis in den Tunnel rein. Das heißt, man kommt aus dem Tunnel, fährt in den Tunnel. Ist ja eigentlich eine U-Bahn, deswegen muss es ja auch im Untergrund fahren, eigentlich. Hier oben haben wir dann Lichter, die tagsüber aus sind. Ja, und dann, wenn wir ja schon mal dabei sind, kann ich euch ja gleich mal hier zeigen, was jetzt alles neu ist. Wir haben jetzt hier natürlich den U-Bahn-Eingang, den habe ich mal komplett restauriert auch nochmal. Das heißt, wir haben jetzt hier Redstone und keine Seelaterne mehr oben an der Decke. Und ja, dann ist hier die neue Station, die wir letztens gebaut haben. Wunderschön. Genau, da haben wir hier jetzt noch Vorsicht beim Einstieg dran geschrieben beim Zug. Und wir haben jetzt sogar eine Besonderheit, hört mal hin. Ich weiß nicht, ob man es hört. Bisschen höher. Ja, das soll dann halt hier die U-Bahn-Hupe sein, sagen wir mal. Ja, dann schauen wir uns mal die komplette Animation jetzt mal an, die jetzt beim Fahren ist. Ihr seht, können wir aus dem Fenster gucken, da fahren wir jetzt hier. Man würde jetzt eigentlich hier sitzen. Genau. Und dann wird man anschließend wieder hierhin teleportiert. Was natürlich jetzt auch noch ist, das ist nämlich direkt hier drunter, lustigerweise. Genau hier. Könnt ihr mal kurz nochmal abspielen. Ihr seht gerade nichts, aber es ist nicht so schlimm. Mal kurz den Command-Block wegmachen. Genau. Und dann spielen wir nochmal die Animation ab, dass ihr da ein bisschen länger was von habt. So. Also wie ihr halt seht, kann man halt hier sitzen und dann würde man halt aus dem Fenster sehen, dass man fahren würde. Also wieder drüben. Und wenn man hier vorne ist, dann sieht man halt auch eigentlich nur diese Lichter halt, wie die, sagen wir mal, da von vorne kommen. Genau. Ja, und das ist eigentlich auch schon die ganze Animation. Wir haben hier einfach nur einen Command-Block, der dann immer wieder Minecart spawnt auf beiden Seiten. Lass uns mal kurz hier nochmal die Animation genießen. Von der guten Position aus, am besten von hier. Man denkt halt, man würde fahren. Vielleicht denkt man es auch nicht, je nachdem, wie man seine Offenheit für Neues oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir in jedem Zug die Hupe. Genau. Ja, wie gesagt, hier ist dann die neue Station. Und dann war es das eigentlich auch schon alles für das U-Bahn-Projekt. Das heißt, die Tunnel sind neu, die Züge, also wir haben jetzt Züge, dann haben wir jetzt neue Schienen, neue Stationen. Eine Fahranimation. Also ist schon ziemlich viel. Und ja, das mit den Tauben kann nur ziemlich gewesen sein. Ja, und da würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt für dieses kleine Projekt. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.